Liebling Kreuzberg, die ARD-Serie hat nach wie vor einen überwältigenden Zuspruch. Und dennoch werden die Folgen, die zurzeit in Berlin gedreht werden, die endgültig letzten sein. Autor Jurek Becker möchte nämlich nicht erleben, dass die Geschichten dünner werden, weil ihm der Stoff ausgeht. Verständlich, aber doch eine gewisse Enttäuschung für die vielen Fans von Manfred Krug. Aber noch ist es ja nicht so weit. 7 Folgen werden noch ausgestrahlt. Evelyn Lazar besuchte Liebling Kreuzberg. Fototermin am Drehort. Und alles dreht sich um den Serienhelden, den Kreuzberger Kiezanwalt Robert Liebling. Markenzeichen, schrille Krawatten und Vorliebe für Wackelpudding. Manfred Krug brachte diese Rolle nicht nur Lobeshymnen von Publikum und Kritikern, er bekam dafür auch den Grimme-Preis in Gold. Was hat denn der Manfred Krug überhaupt für ein Verhältnis zu diesem Robert Liebling? Wissen Sie, das ist vielleicht tadelnswert, aber ich denke nie so sehr lange über mein Verhältnis zu irgendeiner Figur nach. Ich lese die Figur, ich lese den Stoff und sage mir, ja, das ist ein darstellenswerter Mensch in darstellenswerten Situationen. Das Honorar ist in Ordnung. Entweder ist was schlecht geschrieben, dann mache ich es nicht, oder es ist was erträglich geschrieben, dann mache ich es. Und hier habe ich das Glück, dass es sehr gut geschrieben ist. Kein Wunder, der Autor heißt schließlich Jurek Becker. Und die Rolle des Anwalts mit dem bärbeißigen Charme hat er für Krug maßgeschneidert. Eine Szene für die letzte Folge wird gedreht. Partnerin ist Iris Berben. Ungewohnte Umgebung für Liebling, das feudale Schwimmbad einer Millionärsvilla. Und immer wieder heißt es aus, noch einmal. Sieht es richtig zu? Ehrlich gesagt, ich heiße voll Lust, komm noch aus. Ich habe bloß keine Badehose bei. Glauben Sie nicht, dass ich da eine Lösung finden ließe? Sagen Sie nicht, Sie hätten von Ihrem geschiedenen Mann noch eine Badehose da liegen. Wie kommen Sie denn darauf? Fast alle Frauen haben von Ihrem geschiedenen Mann noch eine Badehose da liegen. Ich war noch nicht verheiratet. Der Kiezanwalt tut für Minderbemittelte schon mal was ganz umsonst. Der Schauspieler Krug hat eine gesunde Einstellung zum Geld. Ist das der Grund, warum er Werbung für Alkohol macht? Fast jeder, der ein Bier trinkt, trinkt ein Bier wieder besseres Wissen. Er wird dick davon und er wird besoffen davon. Und wissen Sie, ich glaube nicht, dass ich jemandem zum Alkoholismus verhelfen kann. Daran glaube ich wirklich nicht. Dann müssten alle Zigarettenwerbung, müssten dann Nikotiniker hervorbringen. Gibt es irgendetwas, für das Sie keine Werbung machen würden und wenn Sie noch so gut bezahlt werden würde? Oh ja, sicherlich. Es gibt ganz viele Dinge, für die ich keine Werbung machen würde. Ich würde keine Werbung für besonders gut funktionierende oder auch schlechter funktionierende Maschinengewehre machen. Ich würde keine Werbung für einen Kriegsfilm machen. Ich würde den Kriegsfilm selber gar nicht machen. Ich würde keine Werbung für eine ultrarechte Partei machen. Ich würde keine Werbung für eine Politik machen, die mir nicht behagt oder die ich unmenschlich finde oder dumm finde. Und so für viele Dinge würde ich keine Werbung machen. Dreharbeiten sind für alle Beteiligten eine harte Geduldsprobe. Das ist immer so, auch bei Liebling Kreuzberg. Wollen Sie etwas schon gehen? Ich muss, das Leben will es. Ich wollte Ihnen zum Beispiel noch was sagen zu dem Thema, vorhin ist mir noch ein schöner Satz eingefallen. Kann ich doch jetzt noch sagen, ist ja egal. Wie heißt denn der schöne Satz, den Sie beim Interview vergessen haben? Gucken Sie mal, in der Sowjetunion und in Polen gibt es grundsätzlich keine Alkoholreklame, aber da gibt es die meisten Besoffenen. Nicht so dumm, ruhig.